herzlich willkommen hier bei Paddy Game TV und dem Spiel. Ja, welches Spiel sage ich denn jetzt? Das Original? Egal, komm. Also, das Originalspiel ist Star Wars Empire at War und ich spiele die Mod, wie einige von euch erkennen können im Hintergrund, die ganzen Nebensachen, solche wie das Mod ZPM oder wie ein Kanadier sagen würde, ZBM. Insider-Gag für die, die Stargate Atlantis kennen. Lassen wir das. Auf jeden Fall, willkommen bei Stargate Empire at War. Die Mod, die Stargate-Mod für Star Wars Empire at War. Und, ja, also, das ist ja ein Endlosspiel jetzt quasi. Das ist mein Dauerprojekt, bis ich groß beschäftigt bin und das nicht mehr machen kann. Auf jeden Fall, dachte ich mir, wir fangen klein an. Weil, ja, Entschuldigung. Das musste ich gerade gehen, deswegen hat es gerade so lange gedauert, würde ich gar nicht, oder? Ja, was soll ich sagen? Ich, hab schon ewig mehr gespielt, deswegen muss ich erstmal wieder reinkommen, aus dieser neuen Version 1.3. Und deswegen nehmen wir doch einfach mal irgendwas. Ja, was nehmen wir denn? Wie das Untergang. Arthas, Rutschulak. Wisst ihr was? Wir nehmen Abydos Untergang. Ganz klar. Und, ja, das ist mein Name, Patrick Main. Ich bin falsch, kann man den ändern. Jetzt würde ich doch gerne mal wissen, ob ich den ändern kann. Tastatur nicht. Nein, kann man nicht. Naja, ist jetzt auch egal. Also, Einzelansatz, Gefecht. Weltraum, Abydos Untergang. Und wir nehmen noch mittlere KI dazu. Ich spiele auf den Seiten der Theorie mit einem anderen zusammen. Gegen Goas. Blau gegen Rot und Orange, und die Farben besser. Gegner komplett vernichten. Schlagkredits. Arbeit. Ja, dann lassen wir mal 5000. Und starten. Also, für diejenigen, die das jetzt noch nicht kennen, das Spiel. Das ist eine Mod und ich spiele jetzt gerade quasi den Weltraumpart davon, wo man nur den Raumschiff und den Raumstation spielt, wie man da sehen kann. Und lass den Computer mal den ersten Zug machen, weil der macht meistens sehr interessant. Erste Züge. Ziel erfassen und selektieren. Und noch hat er nichts gemacht. Zurück zur Erklärung der Mod. Also man spielt den weltraumbasierten Teil jetzt gerade, was ich mir ausgesucht habe als Spielmodus von Stargate. Mit den Raumschiffen, den X301, den X302, X303, X304. Man muss dazu sagen, bei X302 und X304 stimmt ja gar nicht, sondern das eine heißt F. Und das andere heißt BC. Ja. F für Fighter und BC für Battleship oder Battlecruiser. Das trifft's eher. Und Info. Das ist ein, das ist eine X303. Prometheus. Gegnerische Truppen voraus. Würde ich es mal nennen. Station bereit. Ah, jetzt gemacht. Sehr merkwürdig, weil also tut der Computer mehr am Anfang. Zuerst die Alcash vornehmen, dann die Gleiter. Konstruktion abgeschlossen. Gebäude wird errichtet. Man kann nie genug davon haben. Von den Gebäuden, die Credits generieren. Roger. Gegnerische Raumstation wurde aufgerüstet. Greift er schon?
Jetzt wäre jetzt ein Fehler, das zu übernehmen. Das würde der direkt zerstören. Orbitalkommando verfügbar. Orbitalkommando verfügbar. Konstruktion Survival. Abgeschlossen. Gebäude wird errichtet. Aufbau hat begonnen. Ja. Aufrüstung abgeschlossen. Okay, verdammt. Ich dachte, er wäre weit genug weg. Wobei, die drei Schüsse machen eine Station in sich. Ah, unsere Station hat ein Upgrade gekriegt. Da oben in der Ecke könnt ihr es sehen. Fängt gerade an, sich aufzurüsten. Aufrüstung läuft. Das ist gut. Du Befehl. Aufrüstung läuft. Zuerst die Alcash vornehmen, dann ja, weiter. Ich summe, singe mit, weil ich kenne den Text schon etwas. Konstruktion. Ich finde den Lied auch toll. So, wenn hier unsere Station ist, dann müsste seine da gegenüber sein. Da so. Daumen. Okay. Gerade hart beschossen. Raumstation beschädigt. Können wir gerade was machen? Ich weiß nicht. Gucken wir uns mal im Kinomodus an. Ich finde diesen Kinomodus echt geil. Das könnten mehrere Spiele ruhig haben. Weil, wenn gar nichts zu tun ist, kann man sich so angucken, was Raumschiffe machen, wenn sie gegeneinander kämpfen. Aus einer ganz anderen Perspektive, als man das als Spiele mit der normalen Kamerasteuerung hinkriegt. Aufrüstung abgeschlossen. Man kann sogar eine Einheit fest aus. Meldung für den Schlüssel. Dann wir die nächste Aufrüstung in Auftrag geben. Und eine BC-304 bauen. Da, die BC-304 in der schweren Korvette. Beide Entwicklungen sind die Erfahrung mit der X-303 eingeflossen. Es wurden erheblich Verbesserungen vorgenommen. Dieser Kreuzer ist mit mehreren Raygun-Batterien und Abschussrammen für Raketen ausgerüstet. Die verbesserten Schilde machen es zu einem ernsten Gegner. Jägerkapitän 4 Staffel F302. Baulimit 160 Stück. Ihr Kanonenboot, Sir. Das Baulimit gilt natürlich für den galaktischen Teil. Nicht jetzt hier. Ach ja, da ist die Feindstation. Die haben wir jetzt gefunden. Wählt eure Verstärkung. Nur zur Info, die Einheiten werden aus dem Hyperraum rausgerufen und können nicht nebelgerufen werden und nicht solchen blau markierten Feldern. Das heißt, wir können die quasi hier rufen. Überantrieb, ja, Sir! Okay, alle Mann auf Gefechtsposition. Das heißt, verfolgen wir nur diese Einheit. Und ich muss sagen, sieht immer wieder geil aus. Ich bin ja ein Fan von Stargate, muss ich ja ganz ehrlich zugeben, ne? Dann werdet ihr wahrscheinlich bei Nexus mit der Incident gemerkt haben, dass ich auch sehr begeistert davon war. Und muss gar nicht zugeben, ich finde, die haben hier die Farbe noch etwas besser hinbekommen. Seht, da ist einer der Helden der Feinde. Helden werden hier oben angezeigt. Hier unsere, SG-1 und Gold Feinde. Ne? Raumstation beschädigt. Die Raumstation wurde aufgerüstet. Einsatzbereit. Komm, bau dich weiter aus. Dann können wir nämlich gleich die Daedalus bauen. Wie ist unsere Position? Einer unserer Helden. Bringen Sie Schilde und Suppenkanäle online. Alarm in allen Quartieren. Station bereit. Aufrüstung abgeschlossen. Ah ne, jetzt kommt erstmal Pendergast bauen. Fahrzeug wird produziert.
Colonel Lionel Pendergast. Das reicht erstmal. Wir den ersten Angriff auf die Feindbasis versuchen durchzuführen. Also, viel zu sagen habe ich jetzt nicht, weil das meist erklärt sich selber. Für die Stargate-Fans sowieso, für die, die es nicht wissen. Okay, kann ich ein bisschen was erklären. Also, es gibt als Go'uld, also die böse Rasse, die andere Seite, die ich jetzt nicht spiele, gibt es eine festgelegte Art, nämlich nur die Go'uld-Schiffe. Als Tha'uri, das sind die Menschen, ist ein Go'uld-Dialekt. Konstruktion abgeschlossen. Naja, Go'uld-Sprache, ein Go'uld-Begriff für uns Menschen. Gibt es zwei Rassen, die wir nehmen können. Einmal hat man unsere eigenen Schiffe und dann hat man auch die Asgard-Schiffe. Die Asgard-Schiffe sind von einer hochentwickelten Rasse, die es schon gibt, seitdem es die Antike gab, die Erbauer der Sterntore. Und die sind schon so weit entwickelt, dass sie so ein Gehirnvolumen haben müssen, dass sie angefangen haben, sich zu klonen. Und in der Geschichte von Stargate ist es jetzt so, dass durch das ganze Klonen ihre Körper eine Fehlfunktion hat und jetzt quasi tot sind. Wenn man neue Schiffe aufs Schlachtfeld rufen will, ne? Und die quasi in so einer Formation haben möchte, ohne dass die unterbrochen wird, kann man einfach mal Pause drücken. Dann stellen Sie Funkkontakt her. Verstärkung unterwegs. Schiffe rufen. Verstärkung unterwegs. Weiter spielen und dann kommen sie alle gleichzeitig. Raumstation. Hier ist Colonel Lionel Pendergast von der Prometheus. Gegnerische Raumstation wurde aufgerüstet. Chef, willkommen auf der Prometheus. Und noch gucken, wie weit wir kommen. Ziel erfassen. So zur Info, Helden kann man immer wieder bauen. Hier ist Colonel Lionel Pendergast von der Prometheus der US Air Force. Die gefährliche Natur ist eine Mission. Versuchen wir mal ein bisschen was zu reißen und gucken, wie weit wir kommen. Empfange Nachricht. Raumstation. Aufrüstung läuft. Okay. Also die Schilde Station sind auf die Hälfte runter, das ist gut. Vielleicht kriegen wir die Raumstation so angekratzt schon. Weil wenn ich es richtig anstelle, kriege ich sie sogar zerstört jetzt. Ich werde eine sehr schnelle Runde. Na komm, schneller, schneller, schneller. Einheit wird hergestellt. Ja. So, werden die Hardpoints angegriffen, nachdem die Schilde weg sind. Das sind quasi diese kleinen Ziele hier. Leicht Asgard-Laser, Asgard-Laser, Antrieb. Das funktioniert sogar wirklich. Wenn man Antrieb abschaltet, dann bewegt sich das Schiff auch nicht mehr. Das ist wirklich gut gemacht. So, ihr seht, die Raumstation hat einen Blockierer. Die findet, dass man da reinspringen kann direkt. Sehr schön, bringen wir die Mühle mal in Gang. Deswegen springen wir etwas weiter vorne raus. Sehr schön, bringen wir die Mühle näher ran. Vordere Batterien feuerbereit machen. Alle Abfangjäger starten. So, näher ran. Wie schwierig diese Manöver sein werden? Näher ran, näher ran, näher ran. Der Sprengkopf scharf ist Beam. So, ihr seht, ich habe jetzt eins meiner Asgard-Schiffe gerade verloren. Hier. Das bricht jetzt wunderbar auseinander. Ich sage jetzt wunderbar, weil es grafisch einfach wunderbar aussieht.
Nebenbei möchte ich euch mal erklären, was hier an der Seite angezeigt wird. Also das sind Verbesserungen. Nachschub, Stufe 2 habe ich ja eben erforscht. Das gibt mir aufs Basiseinkommen 40% nur noch aus Asteroiden. Das erhöht die Schilde. Mittlerweile sind wir so weit, dass wir die Schildstärke von Punch-Jumper und der BC-304 verbessern, also solchen Schiffen hier. Dann haben wir hier verbesserte Waffensysteme, erhöht die von den Paddle-Jumper, Ballistinger und Daniel Jackson-Klasse verursachten Schaden. Paddle-Jumper sind also antiker Schiffe, die kann man bauen. Die Ballistinger und die Daniel Jackson-Klasse sind Asgard-Schiffe. Die Ballistinger ist das hier, was gerade kaputt geht. Und die Daniel Jackson ist das, was ich gerade baue. Das hier verbessert die Abwehrstufe. Offensiv, was ist erhöht, den von Waffen eurer Raumbasis verursachten Schaden um 30%. Und das hier zeigt immer den aktuellen Technologie-Upgrade-Status an. Okay, also ich habe jetzt gerade eine Atomrakete gebeamt. Und ganz normal. Und Bam! Das war die Atomrakete. Und die Dedalus steht jetzt unter hartem Beschuss. Aber wie ihr sehen könnt, ist die Raumstation des Gegners schon sehr stark in Mitleidenschaft gezogen. Nun schicken wir noch an Daniel Jackson Klasse Schiff hinterher. Und auch mit auf die Sternenstation schießen soll. Übrigens, wenn ich die jetzt so stehen lasse, würde ich das schon vom Gegner. Und dann würde er sie aufrüsten auf die nächste Stufe. Er hat nur eine Stufe. Reparieren sich alle Sachen und er kann alle Sachen neu. Nein, er kriegt neue Waffentürme dazu und kann die bereits zerstören wieder aufbauen. Das ist bei Force of Corruption im Add-on von Empire Brawl normal. Da kann man jederzeit die Raumstation wieder aufbauen. So, dann wollen wir mal gucken, ob es trotzdem noch reicht. Oh. So, die Raumstation ist zerstört. Damit kann er jetzt keine neuen Schiffe mehr bauen. Ohne Raumstation ist Ende. Er kriegt keine neuen Raumschiffe mehr dazu. Das heißt, jetzt geht es nur noch darum, die restlichen Raumschiffe, die er noch hat, zu vernichten. Du haust mir nicht mehr ab. Oh, er hat vorher noch eine kleine Flotte zusammengerufen. Was bringen wir? Upgrade abgeschlossen, okay. Jetzt kommt ein kleiner Fehler vom Spiel. Man kann die Dedalus jetzt nochmal bauen. Das ist die verbesserte Dedalus. Die jetzt, auch noch zwei Asgard-Laser hat. Und die Dedalus hier ist eine veraltete Version, die es noch nicht hat. Die kann man übrigens nicht nochmal bauen. Mit einer Atomrakete haben wir gerade das eine Asgard, Asgard da schon, Ruhlschiff zerstört. Ich schieße da mein AG-3-Turm. Super. Egal, auf jeden Fall, das Schiff ist jetzt weg. Das wird jetzt zerstört gleich. Könnt ihr uns aus nächster Nähe angucken, wenn es zerstört wird. Bam! Und weg ist das Schiff. Und mein Schiff sieht ziemlich ramponiert aus. Hangar brennt. Energieausfall auf mehreren Decks wahrscheinlich. Aber ist ja nicht so, dass ich mich nicht darauf vorbereitet hätte. Aus dem Grund gibt es ja die neue Dedalus. Na schön, bringen wir die Mühle mal in Gang. Da ist er.
Hier spricht die Daedalus. Und die hat jetzt so... sozusagen... Feuer. Frontlaser. Das kann man sich ausdrücken. Bereit. Aufrüstung läuft. Aber der Kampf ist eigentlich schon entschieden, weil ich habe die Raumstation komplett aufgerüstet und er hätte noch nicht mal die Feuerkraft einer Raumstation zu zerstören. Halten uns bereit. So, jetzt haben wir auch mal die Geschwindigkeit hier. Na schön, bringen wir die Mühle mal in Gang. Aufbau hat begonnen. Sie sind unterwegs hierher. Wie sieht dein gegenwärtiger Denkprozess aus? Wir nähern uns dem Zielobjekt. Es geht um das Schicksal der Asche. Wir dürfen nicht versagen. Da. Also, jetzt guckt mal genau hin, jetzt könnt ihr euch das wieder angucken. Und bam! Das sind die Wasser Beam Laser, der Asgard. Und das war ein AG-3 Satellit fertig. So, jetzt dürften nicht mehr viele Einheiten übrig sein. Die Ärger machen. Hat der jetzt noch hier? Er verteilt sich doch auf jeden Fall noch gut. Aber es wird er auch nicht mehr ewig machen können. Aufrüstung. Was macht mir denn hier noch Ärger? Aufbau beginnt. Ja. Wenn meine Berechnungen zutreffen, müsste es reichen. Wahrscheinlich das Gebäude da. Station bereit. Aufrüstung läuft. Einheit wird hergestellt. Wir haben gesiegt. So, wunderbar. Zum Ende haben wir auch noch gesiegt. Das war eine schnelle Einführungsrunde für euch und für mich in das Spiel Stargate Empire at War. Viel verloren habe ich ja nicht. Ein Asgard Ballistiker und einen Raketensatelliten. Das ist ja ein akzeptables Level. Also, ich danke euch, dass ihr zugeschaut habt. Die kleine Einführung hat euch hoffentlich schon den ersten Einblick in die Mod gegeben zum Originalspiel Star Wars Empire at War und ich hoffe, ihr werdet einschalten. Bis zum nächsten Mal bei PaddyGameTV.